Moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 2019 bei unserem Projekt Schnukuro. In der 16. Folge sind wir heute. Nö. 17. Nee. 17, ja, okay. Ja, wir haben uns ein bisschen damit beschäftigt, ja, zu pflügen. Also ich versuchte zumindest zu pflügen, weil wir wollen versuchen, unsere Felder ein wenig zu vergrößern. Und haben uns ja in der letzten Folge einen Pflug gekauft, in der Hoffnung, dass wir dadurch einige Ersparnisse haben. Ja, ich hoffe, es gelingt uns. Ich dachte, jetzt kommt ein Aber. Da habe ich jetzt schon so fast in den Stuhl gebissen hier gerade. Ja. Okay. Nee, das ist mein Block, der verklebt ist, weil ich da letztes Mal Kaffee drüber gekippt habe. Ich wollte mir die andere Folge aufschreiben. Also weil der Kaffee wahrscheinlich nicht nur aus Kaffee besteht, sondern auch aus Zucker und Milch wahrscheinlich. Ja. Ja, dann klebt das auch etwas mehr als sonst. Ja, in der Tat. Klang gerade fast so ein bisschen wie diese Toffifee-Packungen, wenn du die Toffis da rausquetschen willst. Vorausgesetzt, sie gehen rausgequetscht. Vorausgesetzt, sie gehen rausgequetscht. Manchmal wollten sie absolut nicht. Oh mein Gott, ich habe was ganz völlig Essentielles vergessen. Und zwar? Tut einfach mal so, als ob ich zurückgespult hätte. Und ja, willkommen bei einer neuen Folge Schnukuro beim Landwirtschaftssimulator 2019. Und natürlich auch wieder mit heute dabei, der unser lieber Agrobauer, der Robin. Kein Bock drauf! Und unser zahnstochstechender, baumstumpf, abfräsender, straßenfähiger Cookie. Moin. Ja, läuft doch alles wieder rückwärts und bergab auf jeden Fall, aber es läuft. Ich glaube, irgendwann ist deine Anmoderation mit den ganzen Spitznamen so lang wie eine ganze Folge. Wenn du jetzt jedes Mal eine längere Beschreibung reinballerst. Hey, komm! Ich bin wenigstens kreativ. Das ist jetzt auch nicht negativ gemeint, aber trotzdem, irgendwann ist es so lang, dass du doch eine ganze Folge machen kannst. Wo kommt denn dieser Zug schon wieder her? Komm, du fährst auf den Gleisen! Ich warte auf dich, dann brauchst du nicht auf den Gleisen fahren. Ich hab den Abhang nicht gesehen, auf einmal kommt wieder genau in dem Moment der Zug entgegen. Was hast du auf dein Gelände gemacht? Ich wollte eine Abkürzung zu dir fahren, weil ich bin schon wieder fast in Richtung Ranch gefahren und da wollte ich gar nicht hin. Deswegen würde ich dann doch lieber zu dir. Ich fahre jetzt rückwärts so. Ach ja, und noch letzte Folge. Cookie beschäftigt sich immer noch mit den Paletten aufladen, weil er irgendeine Transportmission angenommen hat. Und ja, ich glaube, sie sind schon seit 2 oder 3 Folgen dabei. Seit letzter Folge. Ja, also 2 Folgen. Angenommen. Und ja. Wurde ja ein schöner Tipp geschrieben, dass man die Paletten in den Anhänger reinpacken kann mit einem Gabelstapler. Und dann einfach nur noch zum Ziel fahren muss. Ja. Okay. Du, das geht nicht. Ach, wirklich? Wow. Diese Erkenntnis. Jetzt müssen wir die Paletten nicht wieder rausbekommen. Also hinfahren geht. Aber ja. Abladen nicht. Und deswegen holt Robin jetzt den Gabelstapler, dass er die Paletten da irgendwie rausbekommt. Bei den Kran klappt es leider nicht. Jetzt versucht Lola was. Wenn es jetzt klappt, ne? Es muss. Meinst du jetzt, wenn er auf der Seite liegt, dahin schieben oder was? Da kommt auch der Agrobauer. Na, ich brauch mehr Anlauf. Ich brauch mehr Anlauf. Scheiße, ich hab die Gabel noch unten hier, oben gehabt. Also du bist jetzt hier quasi schon am Abladen, sehe ich das richtig, ja? Ja. Gerade angekommen hier. Mhm. Na gut, es gibt Leute, die stellen die Paletten auch richtig rum, aber das wäre ja langweilig. Also wir stellen sie jetzt verkehrt herum hin, ne? Ja, solange du sie auch abstellst. Geil, guckt euch das mal an!
Achso, ja, das hast du auch. Das habe ich letzte Folge schon geschafft. Du, du musst noch mehr üben, glaube ich. Also das war eine 8,0. Das war gegen eine 9. Ah, jetzt muss ich auch wieder aufsteigen können, das hat Robin auch geschafft. Mit dem geht es ganz gut, weil der hat so, so breite Hinterreifen. Genau. Den kannst du schon so ein bisschen, so wie früher mit dem BMX fahren. Guck mal, das passiert nämlich, wenn ich versuche anzukoppeln. Hm. Oh, geht doch. Sind da jetzt welche rausgefallen? Jetzt müssen wir den wieder umkippen. Nee, sind da jetzt welche drin geblieben. Ah, schade. Ah, das wäre auch so eine Idee, das so als Katapultsystem, die da mal rauszuholen. Gibt's doch aber eine. Warte mal. Das müsste Anhänger geben, die du an der Seite aufklappen kannst, aber das geht hier irgendwie bei denen nicht, obwohl Hebel da sind. Also der kann auch seitlich abladen. Ja, und ich meine, da sind auch Hebel da, dass du eigentlich umklappen könntest, sodass man von der Seite mit einem Gabelstapler ran könnte. Das geht aber nicht. Du kannst nur oben die Plane auf und zu machen. Jetzt muss ich erstmal den Anhänger wieder umkippen, dass Robin die mit einem Gabelstapler rankommt. Du, ich bin hier gerade noch ein bisschen am Feintunen, dass wir die überhaupt alle raufbekommen. Auf diese kleine Fläche hier. Und ich kann nicht umkippen. Der Anhänger wird geklaut. Jetzt kannst du gleich kippen. Steuerung. Oh Gott, muss ja nur darauf achten, wo hier der rote Punkt drauf ist auf dem Dings hier. Auf dem Rad. Upsala, halali. Hast du schon mal erwähnt, dass ich keinen Führerschein habe? Du hast gar keinen Führerschein. Merkt man das nicht? Das wusste ich noch nicht. Nein. Den hab ich ja nie gebaut. Ich hab ja damals auf dem Dorf, hat man eigentlich wie immer jemanden, der gefahren ist. Weil auch kein Alkohol gemocht wurde oder so von der Person. Und danach, Großstadt, großes S-Bahn-System. Okay. Kommst überall hin, wo du hin willst. Also S-Bahn, Trambus. Ja, toll. Du, so weit waren wir auch schon. Jetzt müssen wir die immer noch rauskriegen. Und jetzt sind sie mir da auch im Weg. Weil da ist die Abladefläche. Oder denkst du, das kann er so abhaken? Abladen. Ach. Weil es sind nicht alle im Gelände drauf, ne? Hätte klappen können. Das soll ja schauen, dass ich ihn hier wegbekomme. Guck mal, das ganze Spektakel mal so, damit auch meine Zuschauer sehen. Ernsthaft! 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 Mach, dass du wegkommst hier, das doch nicht! Heizt er mir den Gabelstapler hier um und jetzt rollt er mich ja auch noch! Komm mit! Gassi! Der ist mit mir Gassi gegangen! Ich glaube, ich muss Robin aufstellen. Nee, brauche ich nicht. Jetzt, weil ich gehe jetzt. Alter Schwede. Okay, jetzt muss der Anhänger da irgendwie wieder weg. Ja, muss rückwärts hier hinten rein. Beim nächsten Mal kaufst du dir dann so einen Strautmann. Und kleinen, schmalen Anhänger oder der von Fortschritt. Haben die an der Seite so eine Klappe zum Öffnen, oder was? Also an sich mit Anhänger fände ich das schon gut, wenn du die halt an der Seite auf- und abladen könntest mit einem Gabelstapler. Mm. Ja, die sind aber so niedrig, selbst wenn du sie nicht öffnen könntest an der Seite, kommst du trotzdem mit dem Stapler ran. Weil die so niedrig sind. Ja. Hört sich ja grundsätzlich gut an. Müsste man mal gucken. Ich krieg diese eine Palette hier nicht raus. Ich muss die erstmal schieben, glaube ich. Ja, komm. Kannst du die Palette nicht greifen mit dem Ding? Lola? Komm mal bitte ran hier. Ich will mal was probieren. Hier an die Palette. Links alt gedrückt halten. Hast du? Mhm. Mausklicken? Schade. Ich hab gehofft, wir können es zu zweit wenigstens tragen. Was zur Hölle macht der Junge da? Was zur Hölle macht der?
Komm, Lola, wir gehen. Komm, Lola, lass uns gehen. Heute Brathähnchen? Was meinst du? Ja, genau. Warte, bleibst du stehen. Nein! Oh, so hätten wir sie rausziehen können. Kannst du es nochmal machen, bitte? Das war gerade ganz gut eigentlich. Ja, scheiße, du Nachbarauto, dann zahlt die Versicherung. Ja. Wir sind doch gut versichert, oder? Von welchem Geld denn? Wir zahlen täglich nicht zur Versicherung. Obwohl das eigentlich theoretisch ja auch noch machbar wäre hier im Spiel, ne? Ja, und für uns notwendig. Ja, das ist auf jeden Fall für die ganzen Schäden. Na komm, jetzt gib... Oh. Okay, nur mit dem Traktor umkippen kann ich das Ding nicht. Ne, echt... weil die Achse... Das ist echt blöd. Und selbst wenn der Anhänger steht, dann wieder doof, ne? Wenn die Palette so nicht, kriegst du hier so nicht weg. Ich krieg hier nur einen Swung Grip. Aber ich kann mehrere gleichzeitig schieben, schön. War ich so schnell. Jetzt ist die andere nicht mehr drin. Ja, toll. Gut, eigentlich muss die hier, auf der ich hier draufstehe, die wollte ich anheben, mehr nicht. Toll. Kann man ja nicht telefonieren? Ach nee, die sind auch nur zur Zierde da, okay. Wir wollen jetzt einen anrufen, die Versicherung? Nee, die Klapse. Nee. Ich hätte jetzt Chuck Norris angerufen, dass der mal vorbeikommt und die Paletten mit dem kleinen Finger aus dem Anhänger hebt. Der hätte uns so Streichhölzer gemacht, Lubik. Ja, jetzt sind da wieder alle drin, ne? Ja. Ist Chuck Norris, wenn man ihn braucht. Ah, Stützfuß. Oh, macht Spaß. Nein. Da, Robin. Oh, yay, es ist einer rausgeplumpst. Nee, es ist so bleiben. Genauso bleiben. Ich schieb die jetzt erstmal hier zur Seite und dann zieht die andere raus. An dem Anhänger. Ich berühre den Anhänger nicht mehr. Jetzt musst du aber mit dem Dings gegensteuern, weil's, oder? Mal gucken wir mal. Ich versuch sachte zu machen hier. Muss mal in die Ego wechseln, sonst sehe ich gar nichts. Du bist ein bisschen falsch. Du musst das Ding da reinstecken. Wo? Da, in die Löcher. In beide, wirklich? Ja. Bisschen anheben, raus. Ah, verdammt, war zu schnell. Ja, hast schon zu schnell rausgezogen. Zu schnell rausgezogen, warte, ich komm noch mal. Was spielen wir hier eigentlich? LS19. Keine Ahnung, wie es in Langform ist. Warte, man kann das doch hier ankippen, genau. Ja, aber nicht zu viel, weil sonst bleibt da an der oberen Stange hängen und unten ist... fast! Wenn er... Ja, das ist wirklich an der Stange hängen geblieben, was wirklich ein bisschen komisch ist, die Physik mit der Stange. Manchmal ist die einfach glitchy und manchmal ist sie voll das Hindernis. Ach so, okay. Das, Ja. Es wird heute nicht besser, egal was ich noch sage, oder? Oh mein Gott. Egal, was irgendjemand heute noch sagt. Ja, Lola, kannst du nicht ein bisschen von hinten noch weiter schieben? Geht das vielleicht? Oder gegenhalten? Schlimmer als im Dunkeln hier, ganz ehrlich. So, also, jetzt mit Anlauf rein, Young hier, also. Nicht mit Anlauf rein, so ein bisschen ganz sachte zurück, tick, 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 genau. Mit Gefühl sagst du? Ja, yay! Wunderbar. So, der Überzieher ist wieder ab. Jetzt nicht wieder rein vertragen. Das schüttelt sich auch schon so vor Ekel, oder was? Ein bisschen, ja. Da. Ich frage mich jetzt nur, ob das jetzt auch wirklich was bringt, wenn wir die jetzt hier einzeln draufstellen, dass wir sie dann noch wirklich verkaufen können und dann diese läppischen 3800 dafür bekommen. Eigentlich müsste es. 3800? Ja. Ernsthaft? Ja. Transportauftrag. Für den Aufwand? Naja, normalerweise hättest du es ja mit Gabelstapler und so vernünftig gemacht und nicht so anders, ne? Ja, Leute, ihr müsst in großen Dimensionen denken. Sachen, die viel Geld kosten, aber wenig Aufwand. Naja, für den Auftrag, also schon haben wir jetzt nichts bezahlt außer Zeit. Eben.
Ja. Und Nerven. Ja. 3000 sind jetzt auch nicht gerade so die... Aber wir hatten auch ein paar Lacher dabei. Ein paar. Ja, genau. Die sind aber mehr wert als das Geld, was wir jetzt hatten. Jo. Ja, das stimmt. Jetzt bin ich ja mal gespannt hier, ob das jetzt so langt oder ob das irgendwie alles so piekfein genau da drin stehen muss. Nee. Und wenn das jetzt passt, wie finden wir es raus? Können wir jetzt sagen, abschließen? Ja, ihr seid ja bei 67% Fortschritt. Das ist ja noch gar nicht drin alles da. Da sind noch mehr Paletten. Das sind 6 Paletten gewesen und alle 6 habe ich mitgenommen. Dann sind nicht alle richtig drin hier. Dann sind sie nicht alle richtig drin, dann am besten mal mit dem Kran hier ein bisschen schubsen. Weil okay. Kommen wir mit dem Stapler nicht ran. Die müssen wirklich piekfein in der Abgrenzung stehen, ne? Ist ja assi, ganz ehrlich. Also es muss doch eine deutsche Karte sein. Ein Ami hätte gesagt, yeah, that's right. Deutscher sagt, naja, das steht aber nicht ganz so genau drin, das müssen Sie bitte ganz genau da abhaken, sonst können wir sie nicht bezahlen. Mhm. Also die hinteren, die stehen nicht richtig drin. Wenn du da einmal hintergreifst, nee, hinter, also dahinter, nicht oben drauf, dahinter, jetzt absenken und zieh ran. Sag mal, die Sache, Lola, kannst du dir mal die Sache mit dem Gefühl beibringen? Bei mir hat es ja auch gut geklappt. Ja. Was machst du denn? Lass die Regenrinne und die Laterne da stehen, verdammt! Oh mein Gott. Ich bekomme den Kran nicht mehr weg jetzt. Mami, ich will nach Hause. Ja, ich auch. Immer noch 67%, also hat sich nicht sonderlich viel getan. Lass mich raten, die müssen auch noch richtig rumstehen? Ich hoffe nicht. Eigentlich nicht. Aber nee, kann nicht sein, weil die stehen alle nicht richtig rum. Muss erstmal. Erheben geht so um leider nicht, schieben würde höchstens gehen. Reicht der Kran von der Länge her? Ich muss erstmal. Ach so, habe ich jetzt. Ah, runter ist. Jetzt ist besser. Warte mal. Jetzt ist besser, sagst du ja? Ah. Ja, das war der Vorwärtsgang, genau. Das ist der Rückwärtsgang, ja. Jetzt sind sie alle raus, ja. Ja, genau. Eine ist doch drin. Und zwar diese hier. Und die habe ich auch noch. Wir haben aber immer noch 67%. Take me to live. Echt schade, dass man das nicht einfach so machen kann wie beim Sägewerk. Drücke R. Da abladen. Ja. Fertig aus. Und wie war das mit dem Gefühl? Ja, hab ich doch. War aber viel Gefühl. Ja? Ich muss, glaube ich, mal in die Ego-Perspektive. Mystery, gehe ich da nochmal rein. C wie Cäsar. Cam. Oder Cam, ja. Aber ich denke bei Ego-Perspektive immer an den Ego-Mann Cäsar. Nee, scheiße. So, ich muss das jetzt mal. So. Hoch. Ja, bist drin. Aber nicht zu 100%, also lieber ankippen, genau. Und du? Die ist auf jeden Fall perfekto in die Sache drin. Der Auftrag sagt 83%. Ist es? Ich schätze mal nur noch die beiden hier drüben. So. Robert, ja. Was hast du jetzt vor? Ich wollte ja eigentlich wenden, aber da war Lola im Weg. Also ja, vorher dachte ich,
Na, vorher dachte ich erst, ich kann ihr die eine Palette mal da reinschieben, damit sie da ein bisschen schneller vorankommt. Und dann hat sie das aber selber schon irgendwie gemacht und da war sie ein bisschen im Wege. Also dachte ich mir, ich wende jetzt. Dann kann ich jetzt hier schon mal den Anhänger ankoppeln, weil wir müssen ja auch alles wieder zurückfahren, ne? Ja. Könnten wir ja eigentlich auch schon mal machen, anstelle doof zuzugucken. Nee, ich möchte wissen, woran es lag, dass es nicht abgegeben werden konnte. Ich also jetzt gerade nichts da, weil noch welche außerhalb sind. Ja, zwei Stück, ja. Jo. So, Seite, das Ding hochfahren. Aber echt ein bisschen fies, dass man das nicht mit dem Kran bewegen kann, ne? Bisschen also runter. Anheben und so. Vernünftig bewegen kann man so. Ja. Ja, steh im Weg rum, Cookie, ist richtig so. Ich wollte einen Widerstand geben, dass sie aufladen kann. Nee, nee, nee. Wir haben doch keine Kollisionsbox, das weißt du doch. So, jetzt kann ich dann nämlich vernünftig einmal von der anderen Seite ran den anheben und den einfach draufsetzen auf die anderen. Gott, ist das... So, jetzt mal gucken, ob ich... Ja... Ja, drin bist du. Kann ich gern dirigieren. Ich kann doch bestimmt auf das Ding oben drauf, ne? Dann kann ich von da oben besser gucken. Jo. Ja, okay. So. Fährst aber nicht mit. Genau, hab ich vergessen. So, ja, ist noch ein kleines bisschen und ein bisschen Gefühl noch nach vorne. Noch ein bisschen Gefühl. Ein kleines bisschen noch und stopp, glaube ich. Ich schau mal von der Seite. Noch ein bisschen. Kannst du ja, also, willst du sauber oder Hauptsache drauf? Sauber. Und bitte. Ja. Ja, sie will sauber. Sie will safer. Jo. Jo, nicht drauf. Und jetzt sind es wieder 67%. Die müssen auf dem Boden stehen. Oh, nee, nee. Ich warte mal den Anhänger zurück. Cookie, du musst eigentlich hier bleiben. Du hast die Sache verbockt. Genau. Okay. Ich hab grad gesehen, es gibt auch eine Transportmission für 1600. Wollen wir die machen danach? Nee. Ich glaube, dann wird hier schlagen. Das wirst du sowieso schon, glaube ich. Achso, und zur Info für meine Zuschauer, wie in der letzten Folge, die ersten Baumstämme, die da rumlagen. Naja, wenn der dicke alte Mann nach Süden fährt und nicht nach Norden, dann braucht er sich nicht wundern, dass da seine eigenen Bäume liegen. Wollte ich mal so am Rand erwähnt haben, also. Ist bestimmt ja schon ein paar Mal kommentiert worden. Ich sehe schon die Kommentare vor mir. Du Blindpese. Guck da auf die Karte. Ah ja. Peinliche Stille. Ja, ist wieder bei 83%. Das heißt nur noch die eine Palette hier. Große Nachfrage bei Hafenspeicher. Jetzt da kann ich jetzt mal am Morph klein. Was? Jetzt frage ich mich bloß, was will der da am Hafenspeicher? Schon mal kleinen Raps, das ist schon mal gut. Das allererste Symbol in der Liste ist das Weizen. Das könnte Weizen sein, ja. Aber daneben, das daneben könnte Gerste sein oder andersrum? Eins von beiden. Ja. Aber 761 seit, also am meisten aktuell. Ja. Ich hätte jetzt einfach bloß das frech gefunden, wenn er jetzt Raps gewollt hätte. Ja, das stimmt. Ah ja, das passt. Das ist ja hier ist so ein. Das ist eine Abkürzung. Das ist so ein dafür gemachter Weg. Yay! Mussten die jetzt wirklich alle auf dem Boden stehen? Ja. Ist das assi. Ey, bitte, lasst uns Transportmission nur noch dann machen, wenn die sich richtig lohnen. Das geht ja mal gar nicht, ey. Das Ding nicht mehr ab? Hallo? Mach den Auftrag fertig, dann ist das Ding weg. Der Auftrag ist abschließen. Schon fertig. Nee, du musst nur abschließen zusätzlich. Oh, ja. Nein, Gott sei geht Dank. Nicht. Unser Vertrag ist nichts mehr diesbezüglich. Na ja, weil ich es gerade weggemacht habe. Aber auch wieder stand hier abgeschlossen, war schon nichts mehr da. Hätte aber stehen müssen ganz oben.
So, du hast den Walter mitgenommen? Ja, hast du. Ja, hab dann ich. Und will ich aber wirklich jetzt einen Baum quäbern wie ich. Und den hab ich hier definitiv nicht in der. Ach, der gehört zur Deko. Bei mir klingelt der Timer. Bei mir auch. Ja. Bei mir auch. Ja, dann. Gutti, dann werde ich nochmal meinen Zuschauern diesen wunderschönen Ausblick auf diesen heranfahrenden Zug gewährleisten. Einmal ganz kurz so. Achso, ich habe ein paar Mal vergessen, ins Auto zu laufen, ne? Über die Folge hinweg. Du warst ja auch ein bisschen beschäftigt. Wie wir alle. Also ich meine jetzt nicht die Rumser, die passiert sind, um dir da bei den Paletten zu helfen. Ich finde, da können wir echt eine Ausnahme machen. Aber ich meine so der Zug zum Beispiel und jetzt gerade der Rückweg, habe ich auch ein bisschen Weitsprung geübt. Hab einen Meter geschafft. Also einen Meter in der Länge und ich glaube 7 oder 9 so in der Tiefe. Ach Robin, bist du dieser Bettine runtergesprungen? Gefahren. Du sprachst gerade vom Springen. Sprungfahr. Gefahrsprungt. Ja, Leute, also diesmal haben wir eine Folge damit verbracht, wie wir eine gescheiterte Transportmission vom zahnstocherstechenden Robin mal wieder gerade gebogen haben. Cookie. Ich habe den Tipp in den Kommentaren das bekommen. Das war Cookie seine. Jetzt schiebt man nicht wieder mir die Schuld in die Schuhe. Ja, es war alles Cookie seine Schuld. Nein. Ja. Und Uwe John Michael. Der hat den Tipp in die Kommentare geschrieben. Aber, ja, genau. Ich meine, wir haben es ja trotzdem noch irgendwie hingekriegt. Warum? Natürlich, weil eine Frau mit Gefühl dabei war. Und, ja, schaltet doch bei der nächsten Folge einfach wieder ein, wenn es wieder heißt, oh mein Gott, Armageddon. Ja, ich bedanke mich natürlich beim Cookie. Gern geschehen. Ja, und natürlich auch beim Agrobauer aka Robin. Ja, bitte. Jetzt, ja. Das war ein ruhiger Agrobauer. Ja. Ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll, richtig brüllen soll. Ciao! Genau, so kennen wir ihn. Also Leute, wiederschauen und reingehauen. Ciao. Ciao.